Es kann nicht sein, dass die ihr Ding machen und wir ausgeschlossen werden. Es sind 40.000 Leute heute, die sagen, stopp TTIP, stopp CETA, wir wollen eine faire Handelspolitik, nicht diese Politik für Konzerne. Ich habe am meisten Sorge davon, dass mehr Menschen in Armut verfallen und das passiert durch TTIP genauso, dass die Konzerne mehr Macht erhalten und die Bevölkerung weniger und weniger, und deswegen bin ich hier. Ich bin hier, weil ich die Sorge habe, dass die Demokratie total den Bach runtergeht. Das Wichtigste ist mir eigentlich, dass diese Konzerne ein bisschen beschnitten werden oder nicht diese Rechte haben, dass man keine Gentechnik auf den Teller kriegt durch die Hintertür. Nach Berlin. Ich hoffe, wir können TTIP stoppen und CETA stoppen und für eine gute Welt weiterkämpfen. Kommt alle nach Berlin und verhindert, dass TTIP, so wie es jetzt geplant ist, zustande kommt. Geht alle nach Berlin, ja. Das ist ja, also gegen TTIP. Echt cool. Ganz Europa soll am 10. Oktober auf die Straße gehen und ein Zeichen setzen für die ganze Welt.